Ich würde sagen, wir machen einfach mal spontan, oder? Wir machen mal ganz spontan. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das natürlich bereits. Und bei mir ist heute die Steffi. Hallo Steffi. Hi Steve. Ja, wir haben es ja schon in einigen Livestreams angekündigt. Frauen sind irgendwie viel zu wenig vertreten in der E-Mobilität. Und da hat die Steffi uns darauf aufmerksam gemacht, dass es da mittlerweile sogar schon eine Facebook-Gruppe gibt. Und es gibt da so eine Vereinigung, nennt sich Electrified Women. Women. Wir ja mehrere sind. Richtig. So, und du willst uns heute mal so ein bisschen was darüber erzählen. Genau. Wie kam es dazu? Wo kommt das her? Und warum gibt es eine reine Frauengruppe? Ja, also der Ursprung, der fing, glaube ich, schon vor weit über einem Jahr an, dass die Nora von der Model X Family, kennt man wahrscheinlich, und die Nelly von Next Move. Die können wir ja mal hier oben, die Kanäle können wir mal verlinken. Das wäre super. Und die hatten sich irgendwann mal darüber unterhalten, dass es eben ja doch auf die meisten Treffen ein bisschen schade ist, dass die Frauen etwas unterrepräsentiert sind. Und woran das vielleicht liegt, wussten sie damals auch noch nicht und haben sich dann erstmal in einer WhatsApp-Gruppe zusammengetan und hatten da dann noch gleich die Idee, so ein paar andere Mädels mit einzuladen. Da war dann die Eva Maria vom Blockhaus mit dabei und Arni von T&T E-Mobility und die Ann-Christine vom Tesla Chaot. Also nur bekannte Namen. Das waren schon mal so die ersten, die so mit in dieser Gründergeschichte von dieser WhatsApp-Gruppe mit dabei waren. Dann waren da noch ein paar andere Damen mit dabei, unter anderem eine Dame, die heißt Erika, eine Alexandra und eine, da habe ich noch festgestellt, da war eine ganz interessante Frau drin, Doris heißt die, die macht Elektromobilität schon seit 10 Jahren. Oh. Also man stellte dann relativ schnell fest durch diese WhatsApp-Gruppe, dann durch den eCannonball 2018, da waren ja auch wieder ein paar mehr Frauen dabei, wuchs das dann. Und im Endeffekt hatte dann jede von diesen Damen, die kommen ja von überall aus der Republik verteilt, dann immer auf Treffen, immer die ein oder andere mit dazu gefügt. So, wir haben ja mal geschaut, so in den Statistiken, wenn man den Anmeldedaten bei YouTube oder bei Google glauben darf, dann sind nur knapp 1,4% oder 2% unserer Zuschauer weiblich. Ja. So, finde ich schade, denn ich finde, E-Mobilität ist für jeden was. Und, aber die haben sich jetzt in einer WhatsApp-Gruppe zusammengetan, weil sie gemerkt haben, so hier gibt es zwei, da gibt es zwei, dort gibt es zwei. Genau. Und dann haben die sich alle mal so zusammengetan. Genau. Sicherlich liegt es daran, dass die Interessen von Frauen bezüglich E-Mobilität oder allgemein Mobilität sicherlich andere sind als bei Männern, oder? Und die meisten Kanäle sind ja von Männern oder die meisten Veranstaltungen sind von Männern. Und da wird dann immer auf was ganz anderes Wert gelegt, oder? Kann das sein? Es wird, denke ich, weiß nicht, was auf was anderes Wert gelegt, vielleicht schon. Also gerade in vielen Videos ist es vielleicht dann für die ein oder andere auch mal zu technisch. Oder es sind einfach vielleicht nicht die Sachen wirklich so besprochen, die vielleicht für eine Frau tatsächlich wichtig sind. Im Allgemeinen, glaube ich, sind Frauen sowieso diejenigen, die sich lieber miteinander unterhalten. Als sich nur, also ich gucke mir sehr viele YouTube-Videos an, da bin ich auch keine Ausnahme. Aber wenn wir uns unterhalten in der Gruppe, sind auch viele dabei, die sagen, nö, ich gucke mir das eigentlich gar nicht an. Und also Hauptgrund war ja, dass man sich über dieses Thema austauschen konnte, auch mal aus Frauensicht. Und dann kamen wir vor nicht allzu langer Zeit irgendwann auf die Idee, das Ganze doch, nachdem wir uns ja auch beim diesjährigen Cannonball gut kennengelernt hatten, wir können das ein bisschen größer aufziehen und hatten erstmal überlegt, wir machen eine Internetseite. Und dann haben wir eine ganz tolle Dame, die Lucia, die hat auch einen YouTube-Kanal, Via Lucia, bei uns. Die macht ganz viel mit Internet, auch beruflich, und die hatte uns dann eine Homepage gebastelt, die jetzt auch online ist unter www.electrifiedwomen.com. Okay. Und da ging es dann relativ schnell, dass dann Arni, glaube ich, angeschrieben wurde, oh, ich möchte auch in eure Gruppe. So. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt mit der WhatsApp-Gruppe, wenn man die Leute jetzt doch nicht so persönlich kennt. Und dann hatte ich mir überlegt, dass Facebook ja eigentlich ein ganz gutes Tool dafür sein kann. Ja. Und dann ist haben auf wir jeden Fall gemacht. Ist sicherlich auf jeden Fall einfacher, als immer seine Telefonnummer irgendwie. Genau. Das war so, also vor allem mein Bedenken, dass dann jeder die Telefonnummer sieht und naja, also sind die Leute halt immer ein bisschen verhaltener, ist dann doch ein bisschen schwieriger, ne? Genau. Okay, und
was macht, also du sagtest gerade, Frauen unterhalten sich halt gerne, ne? Also gerne im direkten Austausch und so. Was wird da so, was ist der Unterschied zwischen eurer Frauengruppe? Also wenn jetzt das Frauen sehen, warum sollten sie in diese Gruppe kommen zu einer normalen, gemischten, sage ich jetzt mal, also ich glaube, die Unterschiede sind gar nicht so riesig. Okay. Es sind so kleine Feinheiten. Wir haben die Gruppe jetzt gerade erst gegründet. Wir nehmen ja auch nur Frauen bei uns in die Gruppe, was nicht böse gemeint ist, sondern es hat vor allen Dingen den Grund, diese Gruppe, die wir gegründet haben, darum, wir wollen uns austauschen über Elektromobilität, ohne Angst haben zu müssen, einen Fehler zu machen. Und das sind ja nur teilweise Ausdrucksfehler, ob das nun KW oder KWH sind. Und jetzt wird bestimmt der ein oder andere sagen, ach komm Mädel, das ist doch nicht schlimm. Aber wir teilen alle eine Erfahrung. Ja. Das ist für euch Männer gar nicht so unschlimm. Also und das haben wir gerade in diesem Austausch in diesen sozialen Netzwerken erlebt, dass man irgendwie als Frau immer noch mal ein paar Mal mehr gemaßregelt wird, wenn man was falsch macht. Und das ist der ganz gewaltige Unterschied bei uns in der Gruppe. Dass ihr einfach so einen Raum für euch habt, wo ihr euch austauschen könnt. Und jede schreibt so, wie sie es weiß oder auch nicht weiß. Ja. Und stellt eine Frage und dann wird die ganz normal beantwortet. Und wenn du einen kleinen Fehler in deiner Ausdrucksweise machst, dann du bist halt kein Elektriker. Wird, eben, das ist uns allen noch relativ Wumpe. Also klar gibt es auch dieses ein oder andere, wie gesagt, naja, mir ist es nicht ganz so egal. Aber im Großen und Ganzen ist es uns nicht ganz so wichtig, ob es jetzt KW oder KWH sind. Mhm. Und das, was ich jetzt so mitgekriegt habe, wir haben auch ein paar Frauen bei uns in der Gruppe, die noch gar kein Elektroauto fahren, die aber gerne wollen. Und die finden gerade so in ihren Ehepartnern nicht die passenden Ansprechpartner. Denn da wird es denen oft dann wirklich viel zu technisch erklärt. Mhm. Und bei uns ist es natürlich oft doch ein bisschen emotionaler, tatsächlich. Und damit hast du das richtige Stichwort gegeben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? Nicht jeder kommt über, so wie ich jetzt als Technik-Nerd, der dann sagt, boah geil, Technik, die willst du erfahren, die willst du miterleben. Sondern, das sind die wenigsten bei uns. Genau. sondern manche Leute kommen halt einfach über die Emotionen. Ja? Ja. Und wenn ihr da halt eben die Emotionen transportiert, dann finde ich das gut. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass es eine reine Frauengruppe ist, denn, sind wir mal realistisch, es gibt auch einen Damenfriseur, es gibt auch ein Damen-Fitnessstudio. Es gibt ja, Männer Schützenvereine, Männer Fußballvereine. Aus verschiedensten Gründen. Also da muss sich nicht immer irgendjemand anders gleich diskriminiert fühlen, glaube ich. Ne? Also das hat auch nichts mit Emanzipation zu tun oder sonst irgendetwas. Nein. Sondern das ist halt einfach, wo man sagt, da liegen die Interessen. Einfach woanders. Das ist ein geschützter Raum dann doch für einen. Das ist so ein bisschen, wir können uns so austauschen, wie wir wollen. Und ich habe extra nochmal für heute eine kleine Umfrage auch gemacht bei uns in der Gruppe, weil mich da natürlich auch interessiert hat, wo sind die Unterschiede und wo sind sie nicht. Ja. Und habe mal so geguckt, was wird denn bei uns, was fahren die Mädels bei uns für Autos? Was haben sie wohl? Sind es jetzt eher die Renault Zoes oder der Nissan Leaf? Also bei uns ist on top Tesla Model 3, okay. Tesla Model S. Und danach kommen dann eigentlich erst die anderen Fahrzeuge. Und es sind tatsächlich wenig kleinere dabei. Klar ist dann auch eine Zoe, aber viel Ioniq auch dabei, ein bisschen Kona mit dabei. Also nicht so der typische, wo man denkt immer, die Frau fährt den typischen Zweitwagen oder sonst irgendetwas, ist gar nicht. Nein. Also wir haben, ich habe gestaunt, wir stellen uns ja tatsächlich, jemand, der bei uns neu in die Gruppe kommt, die meisten stellen sich einmal vor mit Bildern von ihren Autos, von sich selber. Und da sind viele bei, teilweise, da fährt der Mann noch, der von den Verbrenner, und die Dame fährt das Model 3. Das ist schon irre. Okay. Also wenn im Prinzip kann man dieses Video auch als Aufruf sehen, oder? Ja. Wenn jetzt eine Frau da draußen dieses Video sieht und sagt, hey, Moment mal, ich interessiere mich oder es ist ganz interessant, ich möchte einfach mal mehr darüber erfahren, ich möchte aber nicht gleich zugebombt werden wie jetzt ein Elektriker oder sonst irgendetwas. Ja. Ich will gar nicht so tief in die Materie, sondern ich will nur mal wissen, wie ist es denn? Was gibt es denn für verschiedene Stecker? Was gibt es denn für Reichweiten oder sonst irgendetwas? Ne? Ganz simpel, ganz einfach erklärt. Oder was sind das für Emotionen, von denen wir hier gesprochen haben? Dann in die Gruppe. Ich mache die Links unten rein. Ganz viele Links unten bitte, rein. Bitte, eure Webseite, eure Facebook-Gruppe, kommt alles rein. Dann nehmt ihr gerne mit den Mädels Kontakt auf. Und ich denke mal, die sind sehr aufgeschlossen, weil es genau der Grund ist, warum es eure Gruppe gibt. So habe ich das jetzt verstanden, oder? Genau, wir wollen alle Frauen bei uns begrüßen, die elektrisch fahren oder elektrisch fahren wollen oder sich auch nur dafür interessieren und alles fragen wollen, was sie immer schon darüber wissen wollten und sich bisher nicht getraut haben zu fragen. Ja,
ich hoffe, wir werden mehr Mädels in der E-Mobilität sehen. Entschuldigung, ich möchte auch niemand auf die Füße treten. Ne? Also Mädels, Frauen, Damen, wie auch immer, ja, mehr weibliche Beteiligung. Sprecht eure Ehefrauen an, eure Töchter, und wenn, wer auch immer schon Auto fahren kann. Genau, und wenn ihr irgendetwas habt, was ihr allen Leuten mitteilen wollt, schreibt uns eine E-Mail unter youtube@igembb.de und dann kommen wir auch bei euch vorbei und dann machen wir da gerne auch mal ein Video drüber. Top. Ne? Und dein Mann ist noch nicht zurück. Nee, das war jetzt noch ein bisschen. Der hat seinen Kram vergessen. Das, was man immer so von den Frauen behauptet, ne? Der hat seinen Kram vergessen und ist jetzt nochmal los. Das ist alles so anders, als man immer denkt. Super. Ich danke dir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.